Hier sieht man ein typisches Klassenzimmer aus der DDR. Der Schulanfang war eine große Bedeutung der DDR. Die Zuckertüten hatten früher Märchenfiguren drauf oder Zeichentrickfilmfiguren. Grundausstattung der Grundschule war ein Ranzen, Brottaschen aus Leder und ein überschaubares Angebot der Schreibutensilien. Sie waren landesweit einheitlich und zum gleichen Einzelhandelsverkaufspreis. Besonderheiten waren Stempel, die waren Wissensvermittlungen für Lob und Tadel. Das Luftgewehr wurde im Wehrunterricht für Schießübungen genutzt. Die Musikinstrumente wurden für die Marschmusik und für die Hymne genutzt. Die Handgranaten wurden im Sportunterricht für Weitwürfe genutzt. In DDR-Schulen besaßen Helden einen hohen Stellenwert. In jeder Schule waren Bürsten und Relais, die an Vordenker und politischen Repräsentanten des Kommunismus erinnern. Zum Beispiel wie Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin oder Karl Liebknecht. Neben Ernst Thälmann und auch andere Widerstandskämpfer, die gegen den Nationalismus gekämpft haben, wurde auf diese Weise geehrt. Die Jungpioniere, wie sie in der ersten Klasse wurden, bekamen weiße Hemden und blaue Schleifen. Ab der vierten Klasse bekommt man seit 1973 rote Schleifen. Ab der achten Klasse wird man Mitglied der FDJ und bekommt blaue Hemden. Die Mitgliedschaft ist freiwillig, aber bekannt ist diese sozialistische Gemeinschaft. Diese Auszeichnungen bekamen sie für ihre Anstrengungen bei der Arbeit und für ihre Loyalität.